Abschnitt 3. Wo ist Mohammed? Sag mal, wie fühlt es sich an, den eigenen Bruder zu töten? Mir hat es keinen großen Spaß gemacht. Dir kam nie in den Sinn, Befehle zu hinterfragen, oder? Du hast eben getan, was man von dir verlangte. Weißt du, was ich denke? Du hattest Schuldgefühle. Und das hat dich weitermachen lassen. Starker Widerstand in Sektor 40. Diese Tötungsaufträge werden immer gefährlicher. Wir haben heute 5 Männer verloren. Du hast einen völligen Knall, wenn du nach Fairport zurückgehst. Da unten hältst du keine Minute durch. Wenn wir dich nicht erwischen, werden es diese Freaks tun. Hört sich an, als würde der bescheidene Versuch von Arme Cam, das Chaos zu besiegen, nicht so problemlos verlaufen. Oh, oh, Mann. Schmerzen. Oh. Ist sie geladen? Oh. Ja. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 4-3. Oh, krass. Cooles PNG übrigens. So, finde einen Weg aus diesem Lager heraus, aber... Oh. So, wir kriechen einfach mal. Geladen. Höh! Alter. Boah, Mann. Warum ist hier ab und zu mal schwarz-weiß? Hat sich wohl irgendjemand eingenistet? Scheint so. Oder hier hat irgendjemand gebetet. Ich weiß es gar nicht. Wie kommen wir dann? Ah. Ich habe ein mieses Gefühl bei dieser Sache. Alter. Mann. Scheiße. Wir haben nur 12 Patronen. Suche nach dem Ausgang aus dem Großmarkt. Er speichert. Da ist gerade die Tür zugegangen. Bestimmt! Klar! Ich traue weder diesen Weg noch an der Tür vorbei. Oh, er lebt ja noch. Sorry, mein Freund, aber musste sein, aus eigenem Interesse. Hier hatte wohl jemand gegessen. Oder zumindest Spaß am Töten. Hey, cooles, cooler Schatten. Hat er auch einen Schatten, wenn er schießt? Ja, geil. So.
Alter. Ich glaube langsam wirklich, dass das wirklich ein Horror-Shooter ist. Habe ich am Anfang stark bezweifelt. Sehr stark sogar. Gut, das kennen wir ja schon, dass es hier knackst. Warum überall die Kerzen? Toll. Knackst die jetzt mal. Knackst die Leiter jetzt nochmal. Ja. So. Genau. In den letzten Folgen, letzten vier Folgen, da hatten wir ja ordentlich zu tun, ordentlich Arbeit. Da sind wir ja abgehauen, mit dem Heli geflogen. Mit dem Heli sind wir dann abgehauen, mit dem Heli sind wir dann weggeflogen, wenn man so will. Und wie kommen wir jetzt hier runter? Hier. Und genau, da haben wir dann ein bisschen aufgeräumt, was weiß ich. Alles Mögliche gemacht, halt so Zeug, das man da halt macht am Anfang. Und dann sind wir hier gelandet, da haben wir dann einiges erfahren. Wir waren in einem Gefängnis, haben Taschenlampe ist an. Nachgeladen. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Wir sind offenbar nicht alleine hier. Hier ist ein Seelenband. Nehmen wir den wieder mit. So, dann haben wir. Da war gerade was. Oh, Junge. Wir werden verfolgt. Was? No mistake. We are being hunted. Aber er kommt doch wohl hier nicht rein, oder? Was? Und wie kommen wir jetzt hier raus? Nein! Nein, ich will nicht! Ach, die müssen wir töten. Aua, aua. Aua, aua, aua. Sag mal, was sind denn das? Sind das mal. Waren das mal Menschen oder. Was sind das? Er hat was fallen gelassen, das Blau. Dumme Muschi. Tolles, würde ich komplett aus der Bahn geworfen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wenn es aber so weitergeht, dann ist natürlich ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Sicher ist sicher. Klar. So, ihn bringen wir auch noch zur zur Strecke. Jawohl. Mit einem Kopfschuss. Okay, Kopfschuss muss ich mir merken. Hihihi. Wenn wir so viel Muni haben, dann befürchte ich doch ganz stark, dass wir die ganze Muni brauchen werden. Ich mache von der Kamera einen Blick. Hier ist safe. Hier ist auch safe. Hier ist niemand.